Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ocarina of Time. Letzten Part haben wir den kompletten Dekobaum abgeschlossen und jetzt wollen wir erstmals Zelda bzw. Stadt Hyrule mal durchnehmen. Wie funktioniert dieses Minispiel? Es müsste ja das Schießbuden-Minispiel sein. Okay, ich verkaufe hier meine Häuter und kriege eine neue. Ah, und mit der kann ich dann schießen. Okay. Okay, ich habe es erstmal verkackt, aber es ist eigentlich wirklich relativ geil umgesetzt. Aber ich glaube, das ist sogar noch schwerer als im Original. Die Steuerung, wo man hier Schneebälle oder. Oh Gott, Eier wirft? Gar nicht mal so geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch genug Uni habe, um es überhaupt zu schaffen. Okay, könnte tatsächlich ausreichen. Vier und ich muss noch zwei treffen. Ja? Oh mein Gott. Second try geschafft. Also. Gut. Gehen wir nun zum Schloss und wir haben da eine Skulptur an der Wand. Okay, die klebt sogar an der Wand. Man muss nicht irgendwie den Baum auslösen. Diese auch auf jeden Fall mal. Zack. Da muss ich aber auch ganz kurz warten, bis es Nacht wird, wegen Maron. Okay, dann gehen wir direkt auch mal runter und machen dort noch ein einfaches Herzteil mit den Hunden. Kann ich da auch einen, der mir folgt dann? Nee, aber ich kann ihn irgendwie durch Telekinese hochheben. Keine Ahnung, was da los ist. Der Dame sollten wir jetzt ein Herzteil bekommen. Ja, Piece of Heart. Und ja, jetzt auch Maron da. Wir kriegen das Ei. Das ist dann auch, ja doch ausschlüpfen müsste. Und wir können zum Schloss gehen. Und wie ist das jetzt mit den Wachen gemacht? Die dürfen mich halt wirklich einfach noch nicht im Blickwinkel sehen. Ansonsten... Soll das hoffentlich sehr gut programmiert sein? Ja, tatsächlich schon. Davon hatte ich tatsächlich Angst, dass das irgendwie schlecht programmiert wurde und es übelst buggy wäre. Was haben wir hier drin? Ah, mehr Rubine. Ach, das sollen die Rubine im Wasser darstellen. Wir haben auch rechts eine Luftanzeige. Sehr interessant. Da ist der Typ, wo wir das Ei auch brauchen. So, der Vater. Nice. Und wir wecken ihn mal auf. Wie er läuft. Können wir direkt auch mal die Kisten schieben. Hier ist nur eine. Im Original waren es auf jeden Fall zwei. Man kommt jetzt hier schon rein. Krass, krass. Hat er das Minispiel gemacht? Ich glaube, hier lohnt es sich wirklich auch mal 5 Muss zu sein. Es sieht wirklich sehr originalgetreu aus. Also das ist auf jeden Fall schon mal lobenswert. So, die Frage ist, ist es jetzt einfacher oder schwerer? Ich sponte hier durch. Nice, nice. Und da unten sind ein paar Rubine. Ach, scheiß drauf. Ich habe, glaube ich, so kompletten Geldbeutel voll. Ah, da war ich zu langsam. So, muss ich mich kurz hinten anstellen. Ist das auch schon geschafft? Okay, okay. Sind wir hier. Und hier ist eigentlich das gleiche. Einfach kurz abwarten und dann einfach hinter den Typen immer bleiben. Zack, dann sind wir schon bei Zelda. Okay. Hier, ganz wichtig, zwei Sachen abchecken. Einmal, hat er das Secret mit eingebaut? Ja, es ist wirklich dieses Secret mit der Bombe. Ey, ist so geil gemacht, diese Map. Wow. Einfach nur wow. Und hier, das Mario Easter Egg. Ah ja, okay, er hat jetzt keine Bilder gemacht irgendwie. Aber er hat so, keine Ahnung, so Mario Blöcke halt hingemacht. Und da gibt es sogar einen blauen Ruby. Nice. Dann kriegen wir jetzt mal von Zelda, Zelda's Letter. Ach ja, gibt es da noch ein bisschen Weltenstory. Drei Fuss. Ist hier noch Gandorf? Junge, die Sinknie-Animation. Nice. Zelda's Letter ist ein Brief. Das ist Link. Wow, kurz und knapp. Ah, wir kriegen jetzt auch das erste Lied mal. Zelda's Wiegenlied. Alles mit Notenblöcke aufgemacht. Oha, als ob wir jetzt hier so ein Inventar haben, wo jetzt Lieder auswählen können. Ja, okay, wir haben nur eins, aber trotzdem. Wild, das ist wirklich, wirklich wild. Ja, wie sie sich verschwendet. Na gut, aber bevor wir das jetzt machen, möchte ich noch zur London Farm gehen. Zu Kakariko übrigens, also das wollen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes machen eigentlich. London Farm können wir am Tag was machen und Nacht. Ich gehe erstmal hier und möchte mir eigentlich die Flasche abholen. Okay, hat das gebuggt. Wie ist das Hühner-Minispiel hier? Genauso scheiße wie sonst. Vorstellen, dass ich ein bisschen mit
F5 cheaten kann, oder? Habe ich einen Huhn auf dem Ding? Oder? Nee, scheiße. So, das müsste eins sein. Yes. In der Ecke noch eins. Und hier hinten müsste jetzt irgendwo eins sein. Ja. Nice, Second Try. Und wir bekommen Nonnenmilch. Oh, nice, können wir uns auch auf jeden Fall ein bisschen heilen. Ah, hier an dem Baum ist auch wieder eine weitere Skulptura. Ja gut, man kann halt nicht irgendwie gegen den Baum rollen, deswegen muss der es so machen. Oh, hier die ganzen Pferde. Hat er natürlich ganz normale Pferde genommen. Die sehen auch so hier. Das hier zum Beispiel ist Epona sehr ähnlich. Also passt es. Und mit einer Ocarina sollten wir Eponas Lied bekommen. Okay, das Symbol, ja, kann man glaube ich ein Pferd erkennen. Sehr schwer, aber man kann es dann erkennen auf jeden Fall. Okay, London Farm in der Nacht. Und das ist jetzt sehr interessant. In die Skulltulas Tokens fallen ja runter. Kann ich diese jetzt auch holen? Ja. Diese ging im Originalgame nur mit dem Bumerang. Und ich frage mich jetzt, wofür ist der Bumerang eigentlich notwendig? Ich denke für ein paar Rätsel so dann im dritten Dungeon und so. Aber in Skulltula technisch echt kaum, glaube ich. Junge, das hat sogar die Rahmen mit reingenommen. Was wahrscheinlich einfach Phantomes sind, aber trotzdem. So, da ist noch ein Skulltula und dort sollte noch ein Herzteil dran sein. Joa, Schieberätsel. Lull, ich kann ihn sogar bis nach unten schieben. Geil. Na, haben wir das Herzteil. Letztes Skulltula auf der London Bench. Junge, die Skelette hat er ja auch umgesetzt. Geil. Okay, Kakariko müssen wir sowieso einmal in der Nacht und einmal am Tag besuchen. Dann will ich jetzt in der Nacht einfach mal starten, weil dort haben wir einige Skulltulas. Einmal die hier. Zack. Auf dem Turm. Apropos Turm. Ich glaube, ich kann jetzt dieses Herzteil durch diesen einen Glitch nicht holen, oder? Nein, nein, nein. Das hat er sehr, sehr... Obwohl. Hier haben wir aber eine weitere Skulltula. Mann, ich krieg die Hitbox nicht immer hin. Die an der Wand noch. Das waren sogar alles Skulltulas. Ne, da ist noch eine. So, jetzt sollten wir aber alles Skulltulas haben. Gehen wir dann zum Friedhof, weil dort eine weitere Skulltula unter anderem sein müsste. Können wir übrigens mal hier ein paar Gräser zerstören. Oh, das Boris-Minispiel auch noch. Ah, nee, nee, finde ich nicht so geil. Nur erstmal diese Skulptula. So, egal, lassen wir ihn auf jeden Fall mal graben. Einmal dick. Verdammt. Aber wie er halt auch immer diesen Ding, Rüstungsständer so bewegen lassen tut. Das muss ja auch, er muss ja quasi jeden Rüstungsständer, glaube ich, diese Route für jeden Block, den er läuft, einzeln programmiert haben. Vielleicht zumindest das so geht. Kann auch sein, dass es einfacher geht, aber wenn er es wirklich so gemacht hat, wirklich geile. Sehr anstrengend und so, aber wir haben auf was Herzteil hier. So, im Königsgrab, kurz der Swinglied spielen. Okay. Ja, wieder Blitzart Blitz ist sogar zerstört. Finde ich einer der besten Cutscenes im Spiel auch, finde ich immer sehr episch. So, kurz alle Gegner erledigen und Fledermäuse, was machen die jetzt sogar Schaden? Die Fledermäuse machen sogar Schaden. Junge, Minecraft hat sich verändert, alles sagen das. Junge, auf einmal machen Fledermäuse einfach Schaden. Oh Junge, die Krütze. Und dann hier einen auch? Ja. Das ist ein bisschen buggy, aber egal. Egal, wir sind durch. So, hier sollten wir jetzt das Sonnenlied bekommen. Hymne. Sunsong, genau. Hymne der Sonne, glaube ich, hieß. Und ich weiß nicht, was das darstellen soll. Eher so ein Mond. Ja, hätte man natürlich besser machen können. Ich denke, so ein Feld hätte man auf jeden Fall in der Sonne reinbringen können. Egal, wir haben den dritten Song. Dann haben wir noch ein paar Gräber auf jeden Fall jetzt abzuklappern. Und die Geister sind ja sogar auch da. Das ist nice. Ah, man kriegt sogar ein bisschen Geld. Okay, gehen wir hier erstmal rein. Wo wir den Kollegen erstmal erledigen müssen. Was jetzt ein bisschen anstrengend ist, weil wir echt kaum Schaden machen. So, nice. Und dann liegt das Sonnenspielen. Für ein weiteres Herzteil. Jetzt sollte hier irgendwo noch ein Grab sein. Ja, wo ein Helia-Schild ist. Da ist die Frage, wie ist das umgesetzt? Wird es dann auch so auf unserem Rücken so ein bisschen sein? Hier ist auf jeden Fall. Ne, wir können es auch ganz normal nutzen.
Okay. Ja, jetzt wird wahrscheinlich verbrennen, so von Feuerfledermäuse oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, eigentlich. Vor allem, wie hat das gemacht? Es gibt doch nur ein Schild in Minecraft. Wahrscheinlich hat er dann einfach das Schild mit dem Banner gemacht und dann irgendwie untertexturiert. Ich weiß es nicht. Holen uns dann auch die erste Skulpturbelohnung ab. Und die sind ja auch. Junge, wie nice. Okay. Holen wir mal ab. Und wir haben jetzt den größeren Dings. Geldbörse. Das heißt, wir können 200 Rubine sammeln. Stimmt. Es gab ja eine Limitierung am Anfang. Dann ist wieder Tag. Ich hätte gar nicht Kakariko verlassen müssen, oder? Stimmt. Okay, sammeln wir kurz ein paar Hühner ein. Beziehungsweise, ich will schauen, geht es auch mit dem Huhn? Diesen einen Trick, wo man sich das Herzteil in Impers Haus holen konnte. Hühnersteuerung ist ein bisschen weird, aber ich finde geil, dass er das auf jeden Fall mit reingenommen hat. Und ja, wir kommen da hin und haben damit ein weiteres Herzteil. Jetzt werde ich ganz kurz die Hühner sammeln, aber das wird es in der Timelapse wahrscheinlich geben. Hätten wir es auch abgeschlossen. Und ja, wir haben eine zweite Flasche bekommen. Nice. Was ging schneller als gedacht? Also generell das ganze Spiel ist eine schnellere Version von Ocarina of Time auf jeden Fall. So, einmal kurz eintauschen. Was haben wir bekommen? Shield Discount. Achso, kann man sicher ein Dingsschild holen. Higher Shield günstiger, aber man kriegt das sowieso am Friedhof eins umsonst. So, sind wir nun bei den Goronen im Gebiet. Junge, diese Spinnen, Alter, wie texturiert sind. Geil, geil, geil. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr viel schneller durchspielbar, vor allem wenn man Ocarina of Time kennt als das Original Ocarina of Time. Was aber auch eigentlich sogar noch recht nice Sache ist, weil sonst würde man, glaube ich, zu lange dran hängen. Betreten wir auf jeden Fall mal die Goronen City. Ah, ja, stimmt. Wir müssen ja jetzt sogar dann den Wald zurück. Da war ja was. Also einmal mit Goronia reden. Der ist ja angepisst und möchte einen Waldsong lernen, weswegen wir dann in den Wald zurückgehen müssen. Zünden wir aber erstmal hier diese Sachen an und geht das? Ja, man kann die Bomben sogar fallen lassen. Aber mit Bomben? Das waren doch eigentlich Donnerblumen. Okay, das ist auf jeden Fall anders designt, wie ich jetzt merke. Dass er da jetzt nicht einfach eine Donnerblumentextur genommen hat, sondern einfach Bombentextur. Komisch. Aber ich konnte das auch nicht besser darstellen, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall die Abkürzung auch in den Wald hier, zum Glück. So, aber in die verlorenen Wäldern. So, und hier gab es ja auch eine Skulltula, fällt mir gerade noch auf. Können wir auf jeden Fall mal Nacht machen. Und diese mal abholen. Hallo? Danke. So, verloren Wälder. Wird das jetzt hier gemacht? Ah ne, hier ging es ja so hin. Deko-Kit. Ignoriere ich erstmal. Ich möchte zum Deko-Händler holen, um mir einen Apfel abzuholen. Wie teuer warst du nochmal? Ach, 40 für ein Stick-Update. Junge, heftig. Egal, habe ich gekauft. So, wie heißt das jetzt? Ne, das war der falsche Weg. Hier. Musik geht nicht leiser. Aber man hört so einen Dings-Sound, Ocarina-Sound, dort wo es richtig ist. Ja! Okay, er hat das so gemacht, um zu den zur Lichtung zu kommen. Wir können uns jetzt mal mehr Munition abholen. Nice. Können wir 50 direkt schießen. Was soll die maximale Anzahl sein müsste? Ja. Dann gibt es hier noch was zu holen, neben ein paar Rubinen. Das Minispiel mit den, ja, Horror-Kids. Wie hat er das jetzt umgesetzt? Ich spiele auf jeden Fall was. Ne, kann ich Ocarina nutzen? Ah, okay, ich muss hier immer was anklicken. Das grüne Feld. Auch sehr interessant. Wahrscheinlich wird es dann auch einfach ein Zeitlimit geben. Deswegen. Etwas. Ach ne, ich muss das zweimal machen. Noch nie. Ja, okay. Das gebe ich auf jeden Fall kurz für euch. Nee, immer noch nicht? Das war, also man muss es dreimal machen? Wie ekelhaft.
Ich finde es aber auch ein bisschen spannender jetzt so. Also, man kann ja hier nicht wirklich was eintippen, sondern einfach nur die doch für einen spielen lassen. Deswegen muss der es jetzt irgendwie so mit einem kleinen Minispiel machen, aber ich finde es relativ gut umgesetzt sogar. Okay, habe ich es jetzt endlich. Bisschen nervig, aber wir haben es.